Ja, hier ist wieder Lokop Olaf und ich würde sagen, ich drehe heute wieder ein neues Lokop Video. Und zwar machen wir uns heute Lokop Brownies. Ich habe das Ganze noch nie ausprobiert, hoffentlich schmecken sie. Auf jeden Fall, was wir dafür brauchen, ist Mandelmehl, 200 Gramm. Ja, das sind 200 Gramm. Ein paar Kokosraspeln zum Schluss. Blaubeeren, 100 Gramm Butter. Ein bisschen Zartbitterschokolade, 50 Gramm, hat nur 10 Gramm Kohlenhydrate. Und was auch nicht fehlen darf, Vanilleschoten. Und ich würde mal sagen, wir brauchen auch noch Milch. Und natürlich Eier, damit das Ganze etwas bindender ist. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal an. Ich werfe die ganzen Zutaten hier in die Schüssel, mix das Ganze durch. So, bevor es weitergeht, schneiden wir unsere Vanilleschoten. Zwei Stück an der Zahl, damit das Ganze ein bisschen vanilliger wird. Vanilleschoko. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich die leeren Vanilleschoten behalte. Die schmecken nämlich auch noch vanillig. Und die kann man gut zum Kochen für eine Soße benutzen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt das Vanille mit in die Schüssel gegeben. Dazu geben wir jetzt noch Butter, unsere Blaubeeren und Milch. Und dann geben wir schon mal ein bisschen von dem Vanilleteig in unser selbst gebasteltes Brownie-Förmchen. Einfach so eine kleine Backpapier-Schüssel, sage ich jetzt mal dazu. Anschließend schmelzen wir die Schokolade, geben noch die Schokolade hinzu, damit oben etwas Schokoladiges ist. Ich würde mal sagen, reden wir nicht so lange und setzen das Ganze um. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, den Ofen können wir jetzt schon mal vorheizen. Dazu drehen wir den auf, oh, ich habe keine Ahnung, weil wir gerade Brownies backen müssen. Sagen wir erstmal Umluft, 150 Grad. Und das Ganze geben wir jetzt hier in unser selbstgebasteltes Förmchen, zumindest den ersten Teil. In der Zwischenzeit nehmen wir unsere Schokolade. Legen die in eine Tasse und tun das Ganze in die Mikro. So, jetzt ist die richtige Schokolade fertig. Die Schokolade geben wir jetzt mit in unsere Schüssel. Das Ganze rühren wir jetzt wieder um. Und die Brownies fahren jetzt bei 150 Grad Umluft, circa 40 Minuten im Ofen. Ich würde sagen, die sind fertig, die holen wir jetzt mal raus und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Zack! Mmh. Sieht eher aus wie ein kleiner Kuchen. Ich muss auf jeden Fall sagen, mir schmeckt es sehr gut. Es ist nicht zu süß, nicht zu bitter. Falls es euch nicht süß genug ist, haut da noch ein bisschen Stevia rein, Honig oder auch Zucker. Müsst ihr selber mal schauen, dann wird es halt nicht mehr ganz so low carb, sei denn ihr nutzt Stevia oder andere Süßstoffe. Ich habe derzeit noch ein bisschen Angst, es zu schneiden, weil es so warm ist, dass es ein bisschen dann in sich zusammen zerfällt. Ich lasse das Ganze als Monster Brownie. Und bis dahin würde ich nur sagen, freut mich, dass ihr das Video eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einfach einen Daumen hoch. Und bis dahin, ciao. Kleine Form gebastelt. Ich habe nämlich keine Form, wo ich die fertige Backmischung reinwerfen kann. Das ist keine fertige Backmischung. Dann haben wir ein Vanille-Schoko-Brownie.
Muffin Brownie. Dann haben wir einen Vanille Brownie Schoko. Ne, ein Vanille Schoko Brownie. Ein Vanille Schoko Brownie. Auf jeden Fall gehe ich davon. Alles klar, die Tasse war nicht mikrowellentauglich. Und trink das Ganze dann gleich. Am besten noch, solange sie warm ist.